Im Gegensatz zum Team erklärt Rose sowohl die negativen als auch die positiven Seiten der Biopolitik, indem er die Fähigkeiten von biologischen Bürgern hervorhebt, ethisch-politische Entscheidungen über biopolitische Fragen zu treffen. Biomedizinische Innovationen führen weder in eine utopische Zukunft noch zu einem überwältigenden repressiven Machtregime der Pharmaindustrie, sondern zu einer Vielzahl kleiner Anpassungen, die das Verständnis unseres Körpers und unseres Lebens erheblich verändern und alle offenen biopolitischen Kämpfen ausgesetzt sind. Was in der Vergangenheit als natürlich angesehen wurde, wird zum Gegenstand möglicher Interventionen, die die Gegensätze von Natur, Kultur, normal, pathologisch, Krankheitsbehandlung und Verbesserung des Körpers verändern. Dadurch eröffnet die biomedizinische Technologie, Innovation neue Möglichkeiten und die Notwendigkeit einer politischen Auseinandersetzung mit verschiedenen Lebensformen und Technologien. Das Ergebnis der bisherigen Diskussion: PrEP kann besser als komplexe sexuell-somatische Ethik nach Rose analysiert werden, als eine rein repressive Biomacht, wie Dean es im Rahmen des gouvernementalitätsanalytischen Ansatzes vorschlägt. Das Problem an Deans Ansatz ist, dass er der Handlungsmacht von PrEP-Aktivisten und Nutzern nicht gerecht werden kann, die PrEP als wichtiges Instrument für die Emanzipation von schwulen Sex sehen. Leben führt ein Leben der Homonormativität, das heteronormativen Regeln folgt, dann spielt Schwulsein keine Rolle. Aber diese Akzeptanz der bürgerlichen Homosexualität ist ein Erfolg der schwulen Bürgerrechtsbewegung, der durch die Bekämpfung der Stereotypen von hypersexualisierten und verweiblichen Schwulen erreicht wurde, indem man sich als normal, männlich und desexualisiert präsentiert und verhält. Und das ist Homonormativität. Während der schwule Stolz auf die guten Schwulen die Oberfläche des zeitgenössischen Liberalismus ist, ist die schwule Scham vor dem schlechten Schwulen ihre Kehrseite. Im Englischen funktioniert das übrigens besser mit Gay Pride versus Gay Shame, aber auf Deutsch geht's auch. Dies schafft eine Konstellation von Scham und Schuldgefühlen rund um den schwulen Sex. Die AIDS- und Post-AIDS-Generation wuchs mit einer tiefen Angst vor schwulen Sex auf. Es war nicht nur etwas Beschämendes, sondern auch etwas Gefährliches. Sich daran zu beteiligen war schon problematisch genug, aber es auf eine unvernünftige und leichtfertige Weise zu tun und sich mit HIV oder anderen STIs zu infizieren, schiebt Schwule aus dem Rahmen der liberalen Akzeptanz von Homosexualität heraus. Während Schuld nicht mehr dafür zugewiesen wird, homosexuell zu sein, wird sie noch mehr für die Ausübung von nicht-normativen und unverantwortlichem Sex zugewiesen. War die Verwendung von Kondomen eine gängige und unbestrittene Norm und wurde daher von vielen Schwulen als unproblematisch akzeptiert. Die Möglichkeit des HIV-freien kondomlosen Sexes verändert diese sexuelle Subjektivierung. Die sexuelle Subjektivierung hin zu kondomlosen Sex wird von vielen als Druck gesehen, auf PrEP einzunehmen, obwohl sie es nicht wirklich wollen. PrEP könnte zur neuen Norm werden, an die man sich halten muss, wenn man an der veränderten Sexualkultur teilhaben möchte. Können verschiedene sexuell-somatische Ethiken in einer antagonistischen und das heißt tief gegensätzlichen Beziehungen stehen. Also pro Kondom, gegen Kondom. Wenn sich die Kultur ändert, dann geht nicht beides. Und diese Antagonismen sollten öffentlich diskutiert werden, um eine gemeinsame Handlungsmacht über Sexualnormen zu haben. Drittens müssen die Aushandlungen und Grenzen des demokratischen Diskurses berücksichtigt werden, die durch Hassrede und Slutshaming verletzt werden. Dieser Hassrede ergibt sich viertens aus sozialen Strukturen, Homophobie und Homonormativität, die Unterscheidung zwischen guten und schlechten Schwulen. Daher ist eine Antistigma-, Bildungspolitik und Gesundheitspolitik nötig, die Sex nicht nur als technisch-biologisches, sondern als ethisches Phänomen behandelt, das demokratisch verhandelt werden muss
und bei dem es um unsere Auffassung über uns selbst, also um schwule Subjektivität und Subjektivierung geht. PrEP so als Problem demokratischer Bildungspolitik zu betrachten, trägt nicht nur der laufenden Komplexität, der laufenden Debatte Rechnung, sondern ermöglicht es auch, Wege zu weiterer Demokratisierung aufzuzeigen. Eine solche Demokratisierung erfordert zunächst mal die Erkenntnis, dass Begehren nicht gegeben ist, sondern das Ergebnis sexueller Subjektivierung beeinflusst durch Kultur, medizinische Technologien und Programme des Gesundheitswesens. Diese Prozesse müssen explizit gemacht werden, um sie demokratisch zu verhandeln. Dies würde auch ermöglichen, das zugrunde liegende Problem der Homophobie im großen Umfang durch politische Institutionen, Bildung und Recht anzugehen. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Position der diversen potenziellen PrEP-Nutzerinnen als wichtigste Interessengruppe in der Debatte zu stärken, indem sie in gesundheitspolitischen Entscheidungen einbezogen werden. Schließlich würde Demokratisierung die Minimierung von Kosten im Gesundheitswesen und Gewinnen von Pharmakonzernen bedeuten, um einen erschwinglichen Zugang zu PrEP für diejenigen zu schaffen, die es benötigen. Dies erfordert nichts weniger als eine Revolution des globalen Patentrechts, das im Augenblick Kosten für die Forschung der Allgemeinheit auferlegt und Gewinne privatisiert. Ich fasse zusammen. PrEP ist keine repressive Biomacht, die den Homosexuellen, nachdem sie vor ca. 100 Jahren vom medizinischen Blick als Kategorie erfunden und seitdem pathologisiert wurden, jetzt auch noch Pillen aufzwängt. Sondern PrEP kann beschrieben werden als demokratische Biopolitik, bei der verschiedene Akteure zusammenarbeiten und neue technisch-medizinische und sexualethische Standards verhandeln. Diese Perspektive trägt dazu bei, die politischen Ambivalenzen und Gefahren, aber auch die Potenziale von PrEP, insbesondere zur Destigmatisierung von schwulen Sex, zu beschreiben. Und vor allem zu kritisieren, wie PrEP heute gesteuert wird und die weitere Demokratisierung dieser Prozesse zu fordern. Vielen Dank.